Wie läuft die Beschaffungsdurchführung ab? Nun, die einfachste Antwort, die man geben kann, ist schrittweise. Wie läuft die Beschaffungsdurchführung ab? Schrittweise. Schrittweise. Und damit haben wir schon die Struktur der Lösung. Erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt, vierter Schritt, vielleicht brauchen wir noch einen fünften Schritt. Ja, vier Schritte werden das schon sein. Und jetzt finden Sie je nach Lehrbuch, je nach Sichtweise, je nach Differenzierung der Betrachtung vier, fünf, möglicherweise sogar sechs Schritte. Ja, da gibt es natürlich keine immer richtige Lösung, sondern das, was man jetzt hier vorlegt als Lösung, muss einfach nur plausibel sein. Beschaffungsdurchführung. Wir sind in einem Unternehmen. Dieses Unternehmen muss bestimmte Materialien beschaffen. Wie wird das konkret gemacht? Wie läuft die Beschaffung von Materialien konkret ab? So könnte man die Frage auch formulieren. Sie merken, was ich tue. Ich lege mir zunächst mal die Frage zurecht. Ich baue mir eine Struktur der Lösung und erst dann gehe ich an die Inhalte der Lösung. Und so machen Sie es bitte auch, wenn Sie die Punkte holen wollen. Im ersten Schritt würde ich mal sagen, machen wir eine Bedarfsermittlung. Ja, Bedarfsermittlung. Heute geht das ja alles über E-Procurement, also elektronische Beschaffungsdurchführung. Dann wird also diese ganze Sache, die ich jetzt hier aufzeigen werde, elektronisch gemacht. Aber jetzt stellen wir uns das nochmal so ein bisschen, wie soll ich sagen, etwas primitiver vor. Im ersten Schritt melden die verschiedenen Abteilungen zunächst mal ihre Bedarfe. Dann folgt im zweiten Schritt die Übersetzung in eine Bestellung. Das heißt, man muss, wenn man jetzt nicht nur für eine Abteilung bestellt, was es natürlich auch gibt im Sinne einer Dezentralisierung, muss man die verschiedenen Bedarfe aufaddieren, möglicherweise nochmal zurückfragen, weil wenn jetzt die eine Abteilung 10 Teile mehr bestellt hätte, dann kommt man hier bei der Bestellung in die nächste Rabattstufe. Das kann sinnvoll sein, also ein bisschen hin und her. Übersetzung in eine Bestellung. Schließlich hat man eine Bestellung fertig. Dann erfolgt im dritten Schritt die Prüfung der Bestellung. Dazu gehört auch die Absegnung. Ja, das ist ja oft so, dass in Unternehmen, wenn eine solche Bestellung einen bestimmten Wert übersteigt, man vielleicht eine zweite Unterschrift braucht oder einen zweiten, der es freigibt, wie auch immer, ja, durch Unterschrift oder durch Freischalten, wie auch immer. Prüfung der Bestellung, Freischalten der Bestellung, ja, wie auch immer. Dann im vierten Schritt die eigentliche Bestellung. Und jetzt ist es natürlich kein Fehler, wenn Sie hier Prüfung der Bestellung plus Bestellung als dritten Schritt zusammenfassen. Ja, ich sagte, hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die Frage zu beantworten. Und dann im vierten Schritt haben wir jetzt also die Bestellung gemacht. Jetzt unterstellen wir natürlich, dass dann auch eine Lieferung erfolgt. Das liegt jetzt nicht mehr unmittelbar in unserem Machtbereich. Ja, das erfolgt jetzt durch den Lieferanten. Und im fünften Schritt, wenn die Lieferung erfolgt ist, ja, dann muss diese Lieferung abgewickelt werden. Abwicklung der Lieferung. Das sind im Grunde jetzt auch schon wieder mehrere Punkte. Die Lieferung muss zunächst einmal geprüft werden bei der Materialannahme. Dann muss vielleicht der Lieferschein gegengezeichnet werden, wie auch immer. Dann muss das Ganze geöffnet werden, verteilt werden an die einzelnen Abteilungen. Das meine ich alles mit Abwicklung der Lieferung. Also auch hier könnte man jetzt wieder A, B, C Unterpunkte machen. Ja? Wenn Sie ein bisschen Zeit haben in der Prüfung, dann schauen Sie auf die Punktzahl. Wenn hier eine höhere Punktzahl steht, wenn hier 4 Punkte steht am Rand,
ja, dann ist es hier gut, dann ist hier fertig, dann kriegen sie hier alle Punkte. Wenn da aber jetzt 8 Punkte stehen, dann erwartet man ein bisschen mehr. Und dann erwartet man vielleicht auch, dass das, was ich jetzt hier nur verbal erläutert habe, dass das hier steht. Und dann können Sie natürlich hier auch hier noch ein paar Unterpunkte machen. Ja, im Zweifel immer ein bisschen mehr schreiben. Und damit Sie dann auch wirklich alle Punkte bekommen. Okay, wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.